Ja, du bist Sebastian von slowjuice.de. Heute geht es um das Thema Dörren. Jetzt beginnt ja so langsam die Dörrzeit. Wir haben jetzt Anfang August und viele von euch werden jetzt auch im August schon anfangen zu dörren. Werden ihre Apfelringe dörren, ihre Bananenchips vielleicht auch oder auch einheimisches Obst, was ihr im Garten habt. Werdet vielleicht die Rohkostbrote vorbereiten dann für den Winter oder auch für den Herbst, wenn es erst ein bisschen kälter wird und man auch nicht mehr so viel Obst zur Verfügung hat zum Essen. Deswegen wollen wir heute euch ein ganz besonderes Dörrgerät vorstellen. Wir haben hier ein Dörrgerät mit 6 Einschüben. Das ist das Dörrgerät DH02 von Baizhu, so heißt der Hersteller. Ist ein Hersteller aus den Niederlanden und heißt Baizhu, also weder Zoo und dann davor BY. Ich finde das Gerät sehr gut. Es ist komplett aus Edelstahl und man hat hier auch eine digitale Zeiteinstellung. Man hat eine digitale Temperatureinstellung. Es ist also ein sehr solides Gerät, kostet bei uns im Shop 299 Euro und ich finde das einen sehr fairen Preis. Wenn ihr das mal vergleicht mit anderen Geräten, wie zum Beispiel die Geräte von Excalibur, da haben wir bloß ein Gerät, was komplett aus Edelstahl ist. Das wäre der EXC10L, also das Dörrgerät für ca. 900 Euro. Und das finde ich jetzt schon ein bisschen viel für ein Dörrgerät. Gut, der hat auch 10 Einschübe. Ist auch ein bisschen größer, aber ich finde das hier sehr gut, sehr kompakt, sehr solide, gerade für einen Haushalt bis 4 Personen finde ich das ein sehr gelungenes Gerät. Ihr seht, ihr habt hier auch eine Tür, wo ihr hier durchschauen könnt, so eine Glastür, wo man auch gucken kann, wie weit der Dörrprozess ist. Ich mache das Ganze jetzt mal hoch, den Griff hier so hoch machen, dann könnt ihr mal reingucken in das Dörrgerät. Dann seht ihr also jetzt hier die verschiedenen Fächer, wo man die Einlegebögen reintun kann. Hier haben wir die Einlegebögen oder auch den Einlegeboden und das hier ist auch alles komplett nicht magnetisch. Der Magnet bleibt nicht kleben, auch hier Magneten überall, kein Magnetismus, der Magnet bleibt nicht kleben. Ist also 1810 Edelstahl hier, ist also der Edelstahl, der auch für das Geschirr, für das Besteck verwendet wird und hat halt deswegen eine sehr hochwertige Qualität, einen sehr hohen Korrosionsschutz. Es gibt auch andere Modelle im Internet, die vielleicht für 199 Euro zu haben sind oder teilweise noch günstiger. Wenn ihr da die Magnettests macht, dann bleibt das immer kleben, der Magnet. Das bedeutet, dass der Edelstahl nicht ganz so hochwertig ist. Es ist auch nicht so, wie vielleicht einige von euch behaupten oder wie vielleicht einige von euch das schon mal in Erfahrung gebracht haben, dass Edelstahl nicht magnetisch ist. Es gibt auch Edelstahl, der magnetisch ist. Der hat dann einfach nur eine sehr minderwertige Qualität. Und ja, das heißt, er hat nicht so einen hohen Korrosionsschutz und ist auch nicht so langlebig wie diese Geräte hier. Deswegen sind die halt auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis optimal, sind immer noch sehr günstig. Wenn ihr es vergleicht, ihr kriegt einen Excalibur 5 Einschübe auch für 299 Euro und der ist halt komplett aus Plastik. Wenn ihr den auspackt, das riecht schon nach Plastik, nach Chemie. Und ich persönlich nutze auch den Angel-Juicer zum Entsaften. Und ich nehme auch nur die Dörrgeräte aus Edelstahl. Mir hat halt dieses Gerät hier eigentlich mit am besten gefallen, weil es sehr kompakt ist. Es gibt auch noch ein anderes Gerät, den Scorpion von Baizhu. Den kann man dann noch auseinanderfalten und zusammenklappen. Da verlinke ich euch jetzt mal hier oben auch dann das Video. Und ja, das ist also auch sehr interessant und auch ein sehr gutes Gerät, wer ein bisschen mehr dörren will und vielleicht auch da ein bisschen mehr Kapazität haben will, ist halt dieser Scorpion auch komplett aus Edelstahl das perfekte Gerät dafür. Also, ich zeige es euch nochmal, ihr habt hier 6 Einschübe, die könnt ihr dann einfach hier vorne reinschieben und dann bekommt ihr auch noch diese Silikon-Einlegeblätter mit dazu. Die könnt ihr dann hier oben drauflegen, seht ihr das? Das legt man dann hier oben so drauf und dann bleibt das hier nicht haften auf dem Edelstahl. Und dann habt ihr auch nicht so viel Reinigungsaufwand, könnt ihr Silikon auch gut wieder abwischen. Da gibt es also auch 6 Stück von und ihr habt also auch hier eine Bedienungsanleitung, die ihr dann natürlich auch gründlich durchlesen solltet. Ich zeige euch das nochmal andersrum in die Kamera hier. Also ihr könnt hier die Zeit bis zu 24 Stunden einstellen. Ich drücke mal jetzt hier auf Zeit. Ihr seht, das ist jetzt, blinkt jetzt hier schon. Das ist jetzt hier schon auf 24 Stunden eingestellt. Und das kann man dann wieder runterfahren. Ich fahre das jetzt mal runter. Die Zeit 24, müsst ihr auf die Zeit drücken und dann geht das in 30 Minuten Schritten wieder nach hinten. Ich mache das mal ganz nach hinten
Und dann habt ihr hier, jetzt blinkt jetzt, schaltet gleich um. Dann habt ihr jetzt hier die 30 Minuten. Vielleicht seht ihr das. Ihr könnt dann 30 Minuten auch einstellen. Das ist also eine sehr kurze Dürrzeit. Des Weiteren könnt ihr die Temperatur hier drüber einstellen von 20 Grad. Das wäre das Minimum, also eine sehr niedrige Einstelltemperatur. Finde ich auch sehr gut. Gerade auch für die Leute, die rohköstlich dürren wollen, wäre er bis 42 Grad. Auch das könnt ihr mit diesem Gerät hier richtig gut tun. Jetzt wollen wir die auch nochmal einstellen, wie hoch die Temperatur hier geht. Ihr seht also, ihr könnt hier bis 90 Grad einstellen. Ja, also wer das auch mal machen will, wer nicht dem Rohkostmilieu angehört, der kann das hiermit auch tun. Ich persönlich mag Fleisch überhaupt gar nicht. Ich esse schon seit, keine Ahnung, seit 25 Jahren kein Fleisch mehr und würde auch niemals Fleisch hiermit dürren. Aber der ein oder andere von euch, der vielleicht noch Fleisch konsumiert, kann jetzt hiermit auch zum Beispiel Fleisch und Fisch dürren. Wie gesagt, ich empfehle immer diese Geräte für den Rohkosteinsatz. Vielleicht kommt ja auch mal der ein oder andere auf diesen Kanal, der kein Rohköster, Veganer oder Vegetarier ist. Und auch dafür könnt ihr das Gerät gut einsetzen. Ihr könnt auch hier Früchte, für Früchte das Ganze einsetzen. Ihr könnt das Ganze für Gemüse einsetzen. Ihr könnt auch hier zum Beispiel mal Joghurt drauf machen, veganen Joghurt. Könnt ihr dann auch mal dörren oder könnt die Flüssigkeit entziehen, habt dann so ein bisschen Chips. Ihr könnt hier auch Brot, Rohkostbrot drauf machen oder auch anderes Brot, halt gekeimtes Brot und auch Kräuter. Also ihr könnt im Prinzip alles mit diesem Gerät machen, was ihr euch vorstellen könnt. Alles, was man dürren kann und auch dürren will. Also es geht bis 90 Grad Maximum und 20 Grad wäre das Minimum. Ihr hört das vielleicht, könnt ihr das hören, der ist sehr leise. Es ist jetzt nicht laut, der läuft ganz leise, hat halt nur eine ganz geringe Dörr-Lautstärke. Und ist auch ein horizontaler Luftstrom, also kein vertikaler, sondern der Luftstrom verteilt sich horizontal über die ganzen Fächer und sorgt dafür, dass wirklich das Dörrgut vom ersten bis zum sechsten Fach gleichmäßig getrocknet wird. Wir werden auch noch Tests mit anderen Dörrgeräten machen, mit Konkurrenzgeräten sozusagen. Wir werden gucken, wie da die Qualität ist, auch mit den Geräten von Excalibur, von Sedona, auch dann nachher mit dem Scorpion. Und wir werden auch Rezepte jetzt vorstellen, die ihr machen könnt und werden da nochmal intensiver auf das Thema Dörren jetzt in Zukunft eingehen, weil jetzt einfach die Dörrzeit beginnt. Kurz noch zur Garantie. Ihr habt hier 5 Jahre Garantie auf das komplette Gerät, also auf alles, auf die Einlegebögen hier, auf das komplette Gerät 5 Jahre Garantie. Gut, das soll es gewesen sein für dieses kleine kurze Video zum DH02 Dörrgerät von Baizhou. Eines der besten oder meiner Meinung nach das beste Gerät, was ihr bekommen könnt auf dem Markt, was ihr momentan kaufen könnt, dieser Baizhou DH02 und eine ganz klare Kaufempfehlung von meiner Seite aus. Ich dürre jetzt schon längere Zeit mit dem Gerät und bin sehr zufrieden damit und er erzielt meiner Meinung nach auch bessere Ergebnisse als Sedona und Excalibur. Auch da werden wir nochmal Tests zu machen. Also abonniert den Kanal. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Dann bedanke ich mich bei euch, wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Alles Gute und bis bald wünscht euch euer Bastian von slowjuice.de.